Zombie-Gargoyle. Ich immer übertreiben muss. Zombie. Nein, der greift alle an. Adjektiv. Nett. Das ist ein netter Zombie. So. Und der bekommt jetzt noch... Falsche Taste. Moment, geht sofort weiter. Und der nette Zombie bekommt jetzt noch... einen Heiligenschein. So. Und einen Blumenstrauß. So. Das Stadtbild ist wieder hergestellt. Du hast einen Zombie hier. Alles gut. So. Warum? Was ist das? Bin ich verletzt? Bin ich dreckig? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt... Ach, ich bin selber ein Zombie oder was? Untoter Verdächtiger. Genau, das ist... Moment. Wer kam denn auf untoter Verdächtiger? Adjektiv. Ich mache jetzt erstmal... Ach, ich bin ein untoter Verdächtiger. Nein, ich bin bitte wieder gesund. Ja, dann kann ich nämlich auch schneller laufen. Jetzt sind alle Zombies hier. Oh nein! Oh Mann. Was haben wir getan? Ach du liebe Zeit. Selbst der Teddy hat eine Naht. Aber das ist doch ein netter Zombie. Ach Mann, oh. Na gut. Dann wandern wir hier erstmal zombieartig. Objekt. Highland? Bist du jetzt Highland? Nein, jetzt stecke ich sogar alle an. Das mit dem Zombie war eine Spitzenidee. Supi. Selbst der Käfer. Moment, mit dem können wir doch auch irgendwas anfangen. So. Groß. Das ist der... Oh, ein Zombie-Clown. Steven, du hast einen Zombie-Clown erschaffen. Das ist nicht gut. Das ist wieder der Natur. Notizblock. Adjektiv. Nein, ich will den bitte noch größer. Ich will den gigantisch. Jetzt möchte ich den bitte reiten. So. Genau. Genau das wollte ich. Das passt gerade schön hier rein. Das ist genau richtig. Na, klasse. Im Krankenhaus geht's immer los. Dem haben wir gerade wieder geholfen zu lachen. So. Zombie entfernen und bei den anderen gesund. Nee, ehrlich. Das sind zu viele. So, der Ritter ist auch wieder gesund. So, jetzt nehmen wir... Achso, Moment. Die Zielflagge, die hätte ich... Nein, Notizblock verwenden. Nee, Objekt erschaffen. Ich kann die nicht rot... Ich habe da so eine Ahnung, wer gewinnt. So, nu?
Na gut, wir helfen jetzt einfach mal einem. Und zwar brauchen wir was Rotes oder was Blaues. Wir nehmen Erdbeeren. Was ist das denn? Ach, ein Erdbeben! Nein, ein Erdbeben ist nicht rot. Aber du sollst doch Gutes tun, sonst gibt's keine Sterne. Echt jetzt? Die stecken sich gegenseitig an. Das ist nicht nur der Zombie. Oh Mann, oh, ich will die nicht alle. Ich hab die Sterne doch schon. So, Objekt Erdbeeren. Nein. Erdbeeren. Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sähe, würde ich mich... Hä? Roter Pfeiler. So. Ja, ja. So muss es sein. Dein Mozilla ist abgestürzt. Was machst du da? Was ich hier mache? Dein Zombie. Dein Zombie steckt alles an. Gibt's Gegenmittel? Ja, Moment. Gegenmittel. Gegenmittel. Das wirkt nicht. Interagieren. Benutzen. Das hat nicht funktioniert. Kann ich das nehmen? Na? Das Gegenmittel ist Mist. Interagieren. Nein, das mit dem Gegenmittel wird nichts. Guck mal, was ist hier drin noch? 6 von 7. Ich heile die doch jetzt nicht alle hier in der Stadt. Das sind viel zu viele. Nee, Leute. Du könntest Gegenmittel in einem Gewehr verschießen. Eine Gegenmittelkanone. Eine heilende Granate. Werfen. Oh, 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 oh. Oh Mann, die sind wütend. Die sind wütend. Nett. Bei jedem, der mal auf den Sack geht, das ist jetzt nett. Ey! Du bist nett. Warum haust du mich? Winzig. So, das hast du jetzt davon. Na? Verdammt. Die ist echt zackig. Du kennst doch The Walking Dead Räume auf. Warum du den nicht versteinert hast, frag ich. Wen, den Zombie oder? Warum soll ich den Zombie versteinern? Ich habe den Gargoyle versteinert und dann dachte ich, ich setze noch einen Zombie daneben. Aber irgendwie macht er alles kaputt. So, was mache ich? Den versteinere ich jetzt. So. Gefahr gebannt. Ich versuche jetzt dem hier erstmal neue Mittel. Was gibt es denn im Krankenhaus? Was haben die denn für Instrumente? Die haben ein Röntgengerät. Eine Röntgenkanone. Röntgenologe, Rotgeranie, eine Röntgenbrille, eine Röntgenmaschine. Hallo? Herr Doktor? Hast du jetzt die Röntgenmaschine? Klebebandabroller. Ich will doch kein... Warum hast du überhaupt einen Klebebandabroller?
verdächtiger untoter Orthopäde. Ich habe jetzt hier alle. Das ist gut. So. Ich nehme wieder mein Reittier. Mein treues. Dann kann ich das nicht reiten. Das geht nicht. Dann nehme ich... Nein, geht nicht. Will er nicht. Gib mir ein Brecheisen. Achso, nee, das habe ich schon geklärt. Der ist versorgt. Was haben wir hier? 6 von 8. Irgendwo müssen noch 2 Stück sein. Ich guck mal weiter. Also irgendwo hier in der Stadt müssen noch 2 Mann unzufrieden sein. Ja, das Stethoskop kam leider etwas spät. Noch 2 Splitter, die ich nicht gefunden habe. Wir machen es mal anders. Propellerhut. Propellermütze, genau. Adjektiv. Verdächtiger, geheilter, untoter, gesunder, fliegender. So. Vielleicht können wir hier in der Stadt noch was. Was? Der Zombie... Der Zombie was? Ne, wenn ich ins Museum gehe, dann habe ich dort schon wieder neue Dingens. Ah, hier oben. Gucke. Ah, da haben wir sie gefunden. So. Hier oben ist die Welt noch in Ordnung. Der König bin ich. Niemand berühren die Füße des Königs. Hey, hier geblieben. Stopp. So. Nein, nicht die Wolke. Hey, ich will euch helfen. Hilfe. Wir können die Aussicht nicht genießen, die Wolken sind im Weg. Und dafür brauchen wir... Für die Wolken und für den König. Was? Deine Starride-Splitter-Zähler wird rot, sobald Splitter nicht sammelbar sind. Setze das Level zurück, bevor diese Splitter eingesammelt werden. Okay, wir haben die Leute hier verschreckt und können somit diese Splitter nicht mehr einsammeln. Das heißt, wir müssen gleich das Level zurücksetzen und dann sind die Zombies weg. So, aber hier, dem machen wir erstmal der König. Notizblock. Adjektiv. Eine Krone. Nein, kein Adjektiv. So, Objekt erschaffen. Krone. Das ist Zombie King Kong. Ups. Ja, 7 von 8. Wind für die Wolken, ja, geht gerade noch nicht. Ich setze jetzt einfach das Level mal zurück. Wir hatten genügend Zombies hier. Ich muss es ja zurücksetzen, weil es ja sonst nicht geht. So, speichern und zurücksetzen. Ja, soweit ist sonst alles geklärt. Ich brauche wieder... nee, Moment, brauche ich nicht. Ich habe doch Flügel. Die nehme ich bitte für mich. So, das ist doch schon viel netter. Und hier brauchten wir Wind. Steven, bestimmten Wind. Orkan. Hat das jetzt funktioniert? Nee.
Adjektiv. Heftig. Hastig, heilig, hefeartig. Heftig kennt er nicht. Stark. Also ein starker Orkan macht die Wolken nicht weg. Dann brauche ich einen Ventilator. Nein, der Ventilator ist runtergefallen. Aber es ist weg. Level vollständig. Das lief sehr gut. Also wir haben hier draußen zumindest alles gepackt. Die Zombie-Apokalypse ist auch vorbei. Wir gehen ins Museum. War aber cooler Zombie-Scheiß. Sehr schön, dass du zufrieden bist. So, ich rausche jetzt hier durch. Dann gucken wir uns an, was die alle wollen. Und dann, ja, Level freigegeben für euch. So, eines dieser Kunstwerke ist eine Fälschung. Hilf mir dabei herauszufinden, welches. Los geht's. Ich brauche etwas, um diese Knochen miteinander zu verbinden. Ihr seid dran. Ist das ein Pinguin mit einem Helm? Mit einem Lippenstift hinten drauf? Ich muss an der Wache und der Überwachungskamera vorbei, damit ich meinen Diamanten holen kann. Das ist ein diebischer Pinguin. Sicherheitsbedienstete hat nichts zu tun. Wen haben wir hier? Das Mädchen in diesem Gemälde sieht einsam aus. Ja, Mädchen sieht einsam aus. Ihr seid gefragt. Ich gehe dabei mal hoch. Was willst du? Vollende meine Ausstellung. Wer bist du überhaupt? Vollende meine Ausstellung. Kleopatra. Wo habe ich das jetzt gelesen? Ach hier, wachshaltiger... Das ist ein wachshaltiger Kleopatra. So, und wer bist du? Ein wachshaltiger Kolumbus. Das ist ein wachshaltiger Benjamin Franklin. Und das ist ein wachshaltiger George Washington. Ihr seid dran. Heißklebepistole für die Knochen. Wunderbar. Geht sofort los. Ich bin auf dem Weg. Heißklebepistole. Check. Adjektiv lebendig. Hey, du sollst leben. Adjektiv lebend. Lebendig. Liebende, legendäre, lehrende. Das ist ein lebhafter Dino. Nein, es ist kein lebhafter Dino. Warum kann der nicht lebhaft? Ich hätte den gern lebendig. Naja, was auch immer. Hier geht's weiter. Heißklebepistole für Pinsel für den Künstler, damit er einen Freund malen kann. Drache für Franklin. So. Was haben wir hier? Einen Pinsel. Hopp. Führe den Künstler. Sehr gut. Die Einsamkeit ist behoben. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder Artie spielen. So, hier hatten wir Benjamin Franklin. Da hatten wir einen Drachen. Spielzeug oder Sportgerät? Na, wie blöd ist das denn? Ich wollte einen richtigen. Na gut, Spielzeug. Sehr gut.
Jo, 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 jo. Also, wir haben noch offen. Die Fälschung. Wir haben den Pinguin, den diebischen. Und dann haben wir oben die Sammlungen noch. Columbus, Cleopatra. Franklin haben wir gelöst. Und George Washington. Was bist du hier? Mäkelige Besucher. Hilft Maxwells, was hilft Maxwell Kunst zu bieten, die den Besuchern des Museums mit Sicherheit gefällt? Das mache ich dabei mal. War das ein laufender Baum? Es ist Ausstellungseröffnung im Museum. Platziere etwas in die Rahmen, was den Besuchern ganz bestimmt gefällt. Okay, ihr seid dran. Platziere etwas in den Rahmen, das den Besuchern ganz bestimmt gefällt. Ich sehe, wir hängen vom Stream noch ein bisschen hinterher. Aber bitte jetzt reinschreiben. Super Mario funktioniert nicht. Also, ich brauche etwas, das nicht Super Mario ist. Ihr seid dran. Aktualisiere dabei mal auf dem Computer den Chat. Denn jetzt scheint wieder das Tablet zu funktionieren oder es hängen beide. Ich bin mir nicht sicher. Das letzte, das ich hier lesen kann, ist Drache für Franklin. Also, wie vorhin, wenn da noch mehr ist, einfach nochmal reinschreiben. Was wird denn den Besuchern gefallen? Also ich habe von euch jetzt noch keine Tipps hier. Deshalb probiere ich es einfach mal weiter. Das ist ein Baum. Also wird dem Baum gefallen. Was gefällt dem Baum? Ein noch größerer Baum. Ein Mammutbaum. Dem Baum gefällt ein Baum. Hier kommt noch jemand. Was würde dieser Besucher gerne sehen? Platziere es im Rahmen. Was, Werde, was bist du? Ein Troglodyt. Könnt ihr mir sagen, was ein Troglodyt ist? Keinen blassen Dunst. Ich weiß auch nicht, was einem Troglodyten so gefällt. Columbus braucht ein Schiff, Kleopatra Eselmilch. Was? Was? Mache ich sofort, aber jetzt geht es erstmal um hier die Kollegen. Den Troglodyten. Keule. Ah, ein Troglodyt ist ein Höhlenmensch und der braucht eine Keule. Alles klar. Dankeschön. Wir scheinen eine nackte Elfe. Das probieren wir beim nächsten. Das Gespenst. Das Gespenst, dem gefällt bestimmt eine nackte Elfe. Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich relativ synchron sogar, glaube ich. So, eine nackte Elfe. Okay, wem würde die nicht gefallen? Hey, ja. Nein, funktioniert nicht. Aber die darf hier gerne ruhig weiter rumgeistern. So, ich brauche was fürs Gespenst. Bitte.
Nein, ich will deinen Tipp nicht. Wir machen das schön in Ruhe. Jetzt hat er hier aber auch... Ach du liebe Zeit. Pinsel, was? Kleopatra braucht eine Sphinx. Kolumbus braucht ein Ei. Kleopatra braucht Milch, aber Eselmilch. Vom Gaul gezapft. Alter! Leute! Kein Wunder, dass hier der Chat ständig hängt. Das geht mit der Elch. Das geht mit der Elfe. So, Ketten. Nein. Nein, 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 nein. Nicht. Nein. Hui! Ich hab da was. Ein Schloss zum Spuken finde ich gut. Das nehmen wir. So. So. Nein, nein, bleibst du hier! Das Gespenst... Oh, 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 ich bin aus dem Spiel raus. Der letzte Besucher ist da. Platziere etwas. Loslassen. Lass los. Nein, 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 nein. So. Der Geist ist weg. Schloss zum Spuken hat funktioniert. Ein Zwerg! Ein Zwerg! So. Zwerg. Gnom. Ach so, das ist schon ein Gnom. So, ich habe einen zweiten Gnom. Ich wollte da eigentlich 6 andere Zwerge reinbasteln. Hat aber nicht funktioniert. Ihr dürft also gerne Vorschläge abgeben. Alter. Was haben wir hier getan? Nein. Genau. Genau. Komm mit. Schneewittchen klingt gut, das machen wir. Hier lang. Komm schon. Ah. So. Schneewittchen. Ein Schnittchen. Genau. Schneewittchen gibt's nicht. Die Elfe macht mich immer noch fertig. Aber eigentlich könnte denen ja... Nein. Ja, ich hänge die mal hier am Bild fest. Schneewittchen funktioniert nicht. Was gefällt Zwergen? Zwergen könnten eigentlich Stelzen gefallen, ne? Zieh Kleidung rüber auf Maxwell, damit er sie trägt. Die meiste Kleidung gibt es nur in Maxwells Größe, aber Hüte sind in Einheitsgröße. Nein. Stelzen will er auch nicht. Ich probier's mal mit Prinzessin. Ja, Zwergen gefällt eine Prinzessin. Sehr gut. So, klicke auf das Symbol. Ja, 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 genau. Aufsammeln. So, die mäkeligen Besucher hätten wir gepackt. So, wir sind wieder hier draußen. Ich wiederhole nochmal. Falsches Gemälde. Diebischer Pinguin. Die nackte Elfe rennt immer noch herum. Ich gehe derweil dem Kolumbus ein Ei basteln. Kein gewöhnliches Ei, das wäre ja langweilig. Kolumbus bekommt ein Osterei. So. Und Flügel. Nein. Hätten wir gerne noch was.
Indien. Alleine hat er es ja nicht gefunden. Nein, das klappt nicht. Vielleicht einen Inder. Einen Imker. Indie! Geh nur Ei. Eier. Die Eier des Kolumbus. Nein, will er nicht. Kleopatra braucht Milch. Eselmilch. Also wir brauchen Eselmilch. Esstisch, Estrich, Edelknecht. Ein Edelknecht finde ich gut. Nein, ein Edelknecht will sie mir nicht. Diamanten und Geschmeide. Also ihr seid immer noch beim... Wo seid ihr denn? Also ich bin hier, laut Stream seid ihr schon beim Kolumbus, beim Inder. So, George Washington. Keine Ahnung. Ah, eine Sphinx hat man noch. Eine Sphinx. Sphinx! Sphinx! Mythologisches Bauwerk! Was? Okay. Kleopatra wäre besänftigt. Vielleicht für Kolumbus ein Edelknecht. Nein, da will auch kein Edelknecht. Na, die Pyramide hat sich schon erledigt. Aber denkt dran, hier ist immer noch Monsieur Columbus. Wir können eigentlich auch die Pyramide darüber geben. Alles davon hätte funktioniert, ja? Herrlich. Ja, die Sphinx, die hatte Steven vorhin schon, dachte ich. Die habe ich deshalb genommen gehabt. Drache für Franklin. Columbus braucht ein Schiff. Das habe ich völlig überlesen. Soll er bekommen? Eine Fregatte. Bitteschön. Christoph, olle Socke. Columbus ist drin. Kleopatra haben wir mit Milch auch besänftigt. Nicht ganz. So, er fehlt noch. George Washington, der diebische Pinguin und die Kunstsammlerin. Genau, drei Stück. Und während ihr darüber nachdenkt, gehe ich schon mal in den nächsten Raum. Und gucke, was es da gibt. Achso, das, hier wäre es bloß hochgegangen. Eine Feuerwehr. Schwupp. Der Hauptstadtfeuerwehr. Willkommen in der Hauptstadtfeuerwehr. Da oben ist ein Zombie. Habt ihr das gesehen? Da oben steht ein Zombie. Und das nicht von uns. So, zwei Sterne und 9 Splitter. So, ich muss wie ein Feuerwehrhund aussehen. Hilf mir, alle Alarme zu testen. Okay, die Teile hier. Was haben wir hier? Ich muss das Herz dieses Dummies neu starten. Okay. Was haben wir hier? Die Leute sagen, ich hätte Probleme. Wer kann mir helfen? Ist das ein Brandstifter? Wie herrlich ist das denn? So, was haben wir hier? Sie schnarcht so laut, ich kann nicht schlafen. Sarah, was kann man denn da machen? Was macht die denn bitte in der Feuerwache? So, ich kann meinen Helm nirgendwo finden. Sicher, dass du einen Helm hast? Oh nein, ein Zombie. Wie spät ist es? Ich will nach Hause. Komm näher, um mich zu starten. Das möchte ich gar nicht. So, und was willst du? Dieses Steak muss weich geklopft werden, bevor wir es zubereiten können. So, Unabhängigkeitserklärung für den Washington. Das machen wir gleich. Ihr habt hier alles gesehen. Ist hier oben noch was?
Ne. Oropax! Hey! Olomau! Schützer. Das ist fast das gleiche. So. Blapp. Das Schnarchen wäre weg. So, ich gebe noch einmal dem Washington eine Unabhängigkeitserklärung spendieren. Und derweilen Schwarzlicht oder Lupe für die gefälschte Kunst. Gar keine schlechte Idee. Schwarzlicht. Schlaflicht, Schwarzspecht. Schwanzlos. Genau. Adjektiv? Nein, nicht galaktisch. Gigantisch. So. Und reiten. Genau. Er zittert vor mir und meinem Haustier. So, ich glaube, ich bin aus dem Stream geflogen. Kann es sein? Ich werde gerade reconnected. Vielleicht auch eine Kanone anstatt Unabhängigkeitserklärung. Okay. Ich probiere jetzt erstmal, ich hole erstmal die Lupe. So, da ist die nämlich begeistert. So. Ne. Gigantisch und schnell. Ja, so ist gut. So kann ich reiten. Du brauchst eine Unabhängigkeitserklärung. Die geht! Die geht! Du sollst nicht lügen! Fehlen hier noch zwei Stück. Nee, einer. Der Pinguin. Der Schwanzlurch ist ja niedlich und groß und schnell. Ich glaube, ich bin offline, oder? Hier läuft's zumindest. Ah, okay. Mir ist wie letztes Mal am Computer Twitch abgekackt. Aber nur gut, ich habe es hier doppelt und dreifach laufen. So geht's nämlich einigermaßen. So, ich gebe mal dem Pinguin hier eine Maske. Ja. Muss an der Wache vorbei. Also Wache ist ab jetzt blind. Kannst du jetzt? Er macht nichts. Wache ist taub. Also komm, blind und taub, jetzt kommst du vorbei. Okay. Soweit erstmal noch keine Ideen wieder im Chat. Der Pinguin ist. Ich hätschel den erstmal. Sehr gut, jetzt ist er zumindest glücklich. Ah, Moment. Der Pinguin ist ab jetzt unsichtbar. Sehr gut. Diamant gestohlen.
Level vollständig. Das hat soweit funktioniert. Feuerwache, ich warte immer noch auf Ideen von der Feuerwache. Ihr seid wieder dran. Also, der Hund wollte aussehen wie ein Feuerwehrmann. Die wollte die Alarme testen. Hier mussten wir den Dummy wiederbeleben. Dann haben wir hier den Brandstifter, der Hilfe braucht. Die kann ihren Helm nicht finden. Der Zombie sah vorhin noch anders aus. Dachte ich. Naja. Und das mit dem Steak mache ich fix noch. Ein Klauenhammer, was ist denn? Ah, okay. So, und der Klauenhammer ist jetzt böse. Oh, 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 oh! Der Feuerwehrmann hat den Hammer kaputt gemacht. Und hat's gegessen. Okay. Der böse Hammer hat das Fleisch geklopft. Warum auch immer. Gib dem Hund einen Feuerwehrhelm. Mama. So. Nee, wir machen es anders. Der muss nach Feuerwehr aussehen. Ich mach den rot. Nein, roter Hund geht nicht. Okay. So. Feuerwehrhelm. Sehr gut. Hotdog abgeschlossen. Applaus, Applaus, Applaus. Sehr gut. Du bekommst einen Psychiater. Feuer ist schlecht, okay. So. Ich würde sagen, mir ist eigentlich wie eine rosa Schlüssel für den Mädchenspind. Das klingt gar nicht blöd. Das machen wir direkt so. Rosa Schlüssel. Nehmen wir einen roten Schlüssel. Der bringt nichts. Den will sie nicht. Ich kann meinen Helm nirgendwo finden. Dann braucht sie einen Helmfinder. Einen Helmfinder ist dasselbe wie eine Halsbinde. Bitteschön. Will sie nicht. Helm. So, kriegt jetzt einen Fahrradhelm. Das ist nicht mein Helm. Meiner ist im Spind. Oh, kann ich mit dem Spind irgendwas machen? Wo ist denn der? Ach, hier unten. Ah. Oh nein, die hat einen rosa Helm. Gibt es den auch in cool? Cool. Gehörend. Ja, viel besser. So, aufsammeln. Hoch. Und jetzt bekommt die den Helm. Geben. Der Helm hat gar keine Hörner mehr. Der Helm hat keine Hörner mehr. Das ist etwas blöder. So, was gibt's hier noch zu tun? 5 von 9. Wir haben da oben noch eine sitzen. Die wollte
Wie spät ist es? Ich will nach Hause. Die bekommt eine Sonnenuhr. So, die weiß Bescheid. Es ist Feierabend. So, dann hat man noch die mit den Alarmen hier. Wird es funktionieren? Ich brauche Rauch. Gut. Feueralarm funktioniert. Was brauchen wir hier? Rauch. Alles klar. Und da oben wird er wahrscheinlich nicht funktionieren. Da britzelt nämlich schon. Auch hier Rauch, Verbrennungswolke und nochmal. Ja. Der funktioniert nicht, das weiß ich doch. So. Irgendwo was kaputt gehen könnte. Eine Alarmglocke. Alarm Sirena. Nu? Ist der jetzt geholfen? Nein, wir haben verkackt. Wir müssen das Level zurücksetzen. Ups. So, hilf mir alle Alarme zu testen. Wir probieren es nochmal. Mhm, das funktioniert. Das funktioniert auch. Na, wo ist er hin? Hier ist mein Wölkchen. Das hat auch funktioniert. Etage oben. Ich hätte gerne noch einmal Rauch. Na, der geht nicht, das weiß ich. Na gut, wir reparieren den mal. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Wie auffüllen. Ah, es geht doch den Vorschriften entsprechend. Was? 7 von 9? 2 Stück sind noch nicht erfüllt. Was ist denn hier noch nicht erfüllt? Ich meine, gut, den hier, den hebe ich mir gerade noch auf. Ah, was wollte der denn? Ah, okay. Da brauche ich einen Notarzt. Okay. Brauche ich eine Autobatterie? Und ein Kabel? Anhängen? Warum geht das nicht? Strom.
Stromschlag. Schutzumschlag, Stromanschluss. Auch nicht. Ich brauche einen Blitz. Ja, der Blitz hat funktioniert. Sehr gut. Aber das sind 8 von 9. Mir fehlt ja noch was. Aber was? Ja, das Wort habe ich gesucht. Habe ich nicht gefunden. Ich habe es jetzt mit einem Blitz gelöst. Aber irgendwie fehlt mir hier noch was. Noch was? Also das Auto und den Zombie, die habe ich beide gesehen. Die möchte ich auch beide gleich noch machen, aber da möchte ich vorher eine rauchen gehen. Ich würde gerne hier die komischen Splitter vorher einsammeln. Aber irgendwie fehlt mir das letzte. Habt ihr den letzten Splitter gesehen? Auch nicht, oder? Ich mache mich selbst mal wieder fliegend. Mal auch ein bisschen rundherum gucken kann. Keine Ahnung. Gibt's gerade nicht. Was sagt ihr denn zu einer Raucherpause? Seid ihr dabei? Weil dann würde ich jetzt gleich mal eine machen. Ansonsten wissen wir ja hier gerade sowieso nicht, wo der letzte Splitter ist. Und dann, wenn ich wieder da bin, dann machen wir das Auto und den Zombie da oben. Klingt das nach einem Plan? Auch keinen mehr gesehen, ne? Meine ich eben auch. Wer weiß. Na gut. Ich, mache jetzt erstmal das Pause-Gerät rein. So. Einen kleinen Hintergrund. Und dann mache ich aus. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich gehe mal wieder ins Spiel rein. Schwupp. Oh, Moment. Das Pauseschild musste noch raus. Ich mache jetzt erstmal munter weiter hier. Und mache erstmal das Auto. Das war nämlich noch offen. Verwandle dein Auto in ein Kombi-Feuerwehrauto. Was ist denn ein... Naja, so, verwandle einen Kombi in ein Feuerwehrauto. Start. Alle Löschfahrzeuge sind im Einsatz. Moment. Oh. Aber das Tablet nebenher auf laut gestellt. So, alle Löschfahrzeuge sind im Einsatz. Dieser Wagen muss zu einem Feuerwehrauto werden. Streiche den Wagen zuerst. Dafür brauchen wir einen Pinsel und rote Farbe. So, rot wäre schon mal. Das Auto muss man jetzt hören.
gibt dem DJ etwas Lautes, um es am Wagen anzubringen. Was ist laut? 5000 Watt Bass Machine. Lautsprecher. So. Was willst du? Der Feuerwehrmann ist fast fertig. Gib ihm ein Werkzeug, das ihm hilft. Einen dicken Schlauch. Einen dicken Schlauch. Ja. Yeah. So. Nein. Was? Ja. Aber das muss doch... Nein. Eine, Wasserpistole. Nein. So. Fantastisch. Der Verkehr ist furchtbar. Hilft dem Wagen, ihn zu umgehen. Kann ich dem nicht... Ja, es ist cool. So, Notizblock. Tragflächen. Sehr gut. Das fliegende Feuerwehrauto. So muss es sein. Starright aufgesammelt. Ja, die Wasserkanone fast. Mit der Spritzpistole hat man's. So, neue Level freigeschalten. Geht zu Lilly. Nee, ich werde erstmal weitermachen. Ich hatte ja hier noch... Wupp, den Zombie. So, hilft dem Überlebenden. Zombie-Invasion. Na super. Die Stadt wird von Zombies überrannt. Aha, was ganz Neues. Jeder Überlebende braucht Hilfe. Hilf zuerst dem Arzt, die Wunden des Feuerwehrmannes zu behandeln. Hilf mir, seine Wunden zu versorgen. Objekt verschaffen, eine Säge. Nein. Defibrillator. Doppel-L. Sehr gut. Ein Rambock. Das wäre eine schöne Lösung für dort unten gewesen. Das ist richtig. Der Traum eines jeden Gamers. Gib ihr etwas, um die Horde abzuwehren. So, was geben wir der Guten, um die Horde abzuwehren? Wir kommen hier nicht runter, oder? Ah doch. Rausgezoomt. Das geht auch. Fantastisch. So, wo bin ich da noch? Ah, da bin ich noch beim Doc. Also, ich brauche etwas, um die Horde abzuwehren. Ah, es ist blöd. Bei den Missionen, da hängt ganz einfach der Stream zu lang hinterher. Ja, die Säge. So, ich warte immer noch auf einen Tipp. Eine Waffe für die Gamerin. Flachschaufel, ja, Flachschaufel ist gut. Flachschaufel ist spitze. Eine Fallschaufel. Nein, ich will eine Flach... Einen Flachbagger. Eine Flachbagger. Flach, flach, flach. Eine Fallschaufel? Was ist denn eine Fallschaufel? Ah, das ist fast so cool. Sehr gut. So, das Waisenmädchen ist etwas aufgewühlt. Sie braucht etwas, um sich zu beruhigen. Da gehe ich mal wieder rein mit Baldrian. Bakterien. Okay, Baldrian funktioniert nicht. Ihr seid dran.
den Sandmann. Sandmann. Hm. Das hat funktioniert. So, der Soldat ist davon überzeugt, dass aus ein paar einfachen Objekten eine Kampfmaschine gebaut werden kann. Setze 3 Objekte in die Box, um einen Mech zu bauen. Ich brauche 3 Objekte, um einen Mech zu bauen. Ihr seid dran. Teddybär. Nee, der ist noch da oben. Nein, ich warte noch auf die drei Objekte. Hier müssen wir ganz einfach ein bisschen warten, wir hängen ja hinterher. Vor allem hier drüben müssen wir bestimmt dann gleich sprengen. So, ich gucke, ich warte mal noch auf die 3 Objekte. Da könnte man sich voll tolle Sachen einfallen lassen. Also so ein bisschen was fällt mir schon ein. Man könnte dann einen richtig dicken Transformer draus bauen, wenn man das gerne möchte. Flammenwerfer ist gut, den nehmen wir sofort. So. Zwei Objekte fehlen noch. Ich nehme mal selber noch was rein und mache das auf gute alte MacGyver-Art mit einer Büroklammer. So, wir haben einen Flammenwerfer und wir haben eine Büroklammer. Du hast etwas Stabiles hinzugefügt, um den Körper zu schaffen. Eine Büroklammer, sehr gut. Wir brauchen noch was. Noch haben wir nichts. Gut, ich springe einfach mal ein und sage... ein Sofa. Ein Sessel finde ich gut. So, ne? Ja, Soldat ist davon überzeugt, die Box zu bauen. Kaugummi ist gut. So. Du hast etwas Klebriges hinzugefügt, das man verwenden kann, um die Teile zusammenzuführen. Flammenwerfer, Kaugummi und Büroklammer. Na? Soldat MacGyver. So, die Feuerwache muss evakuiert werden. Lenke die Zombies ab, damit die anderen Überlebenden fliehen. Hüpfe in den Mech, wenn du soweit bist. Natürlich, komm schon. So, ab in den Mech. Bam! Rübertreten. Ich brauche nochmal den Flammenwerfer. Ne, eine Bombe. So. Adjektiv. Eine scharfe Bombe. Kämpf. Ich brauche... Moment. Nein, den Mech hätte ich gerne. Notizblock. Adjektiv. Bewaffnet. Alle geflohen? Alle weg? Sehr gut. So.
Den hätte ich gerne aufgesammelt. So. Zombie-Invasion fertig. Wir haben 9 Star Rides. Aber hier haben wir noch 8. Ich weiß aber jetzt auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Was da noch fehlen soll. Wir haben ja auch nichts mehr gesehen, ne? Ach so, auf Angreifen gehen. Ja, das hätte ganz gut funktioniert. Wenn man da mal ein paar Sekunden eher gewesen wäre. Taube, Löwe. Nein. Nix. Ich wüsste echt nicht, wo hier in der Feuerwehrwache noch was zu holen ist. Wer weiß. Das nächste wäre dann die U-Bahn. Wobei ich sagen muss, immer die U-Bahn machen. Es ist jetzt so, ich würde ganz einfach das Spiel nochmal ein bisschen zurückschieben, weil auch gerade nicht so viele zugucken. Genauer gesagt sind wir gerade zu zweit. Von daher würde ich einfach auf ein anderes Spiel gehen. Und ich weiß nicht, was wird denn davon gehalten? Dass wir jetzt noch ein Stündchen was anderes spielen. Ich habe zum Beispiel Slender The Arrival da. Da hätte ich ja fast so ein bisschen noch Interesse dran. Dass man da einfach nochmal guckt, wie das denn ist. Gespielt habe ich es noch nicht. Sieht aus, als wäre da ein Keller. Ich sehe da keinen Keller. Nee. Kann auch nirgendwo mehr runter. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier, wo es da noch was geben soll. Hier unten kommt man auch nicht hin. Na, nö, meine ich ja auch. Da wechseln wir das Spiel. Speichern hier ab. Und machen das dann nächstes Mal weiter. Wenn dann wieder wer zuguckt. Na? So, speichern und schließen. So, so weit, so gut. Dann mache ich hier noch mal kurz Hintergrundbild rein. Und gehe aus dem Spiel raus. Da fängt er sofort an, das Spiel abzudaten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und schmeißen uns mal in Slender. So, Slender The Arrival. Könnte eklig werden. Ich trinke vorher noch einen Schluck. Oh. Und wir werden das mit dem Ton machen müssen, oder? Es buffert, okay. Ich warte mal so lange. Aber ich brauche definitiv einen Tipp, wie das mit dem Ton ist. Ich spreche extra gerade lauter. Audio. So, ich mache das hier einfach mal ein bisschen leiser.
So, in etwa. Ja, ja, das ist sehr laut, oder der Sound? Ich mach das mal so. Sag mir mal, wie es jetzt ist. Ich warte extra, weil es dann ein Stück nachhängt. Ah, du kannst das sogar mit Oculus spielen. Das ist ja voll ekelhaft. Ja, zu laut, ne? Jetzt immer noch? Ja gut, ich sehe gerade. Im Stream stelle ich gerade um. Ich gehe jetzt einfach mal ins Spiel rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Wir befinden uns im Spiel. Ist ja grundsätzlich erstmal ganz nett hier. Ich habe auch keine Ahnung, was wir hier machen müssen, ob wir hier auch die Seiten finden müssen oder nicht. Blue Eye Studios proudly present. Wir müssen Mauer. Die Parsec Productions haben auch mitgemacht. Ja, das ist nicht das erste Slender. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt durch die Grafik schlimmer wird oder eher ein bisschen abgeschwächt. Bis jetzt finde ich es hier ganz nett. Es ist nur so ein bisschen dunkel, man sieht so schlecht. Also das kommt jetzt auch hier nicht durch den Stream, der dunkelt zwar auch noch mal ein bisschen aus, wie ich das hier sehe, aber bei mir selber auf dem Bildschirm ist es auch gerade im Schatten. Ich dachte, da war was hinter mir. Nein? Gut. Ja, geh wieder ins Auto. Ich denke, das fährt nicht. War da überhaupt ein Auto? Ich dachte nicht. Ah, da ist ein Auto. Das können wir doch nehmen. Was sagt denn der Ton jetzt? Passt das einigermaßen? Kann noch ein bisschen lauter? Kann noch leiser? Ja, bis jetzt ist ruhig. Da waren Schritte hinter dir. Ja, ich weiß. Ich dachte es auch. Weil ich stand ja und die Schritte waren immer noch da. Was ist denn jetzt? Jetzt wird's finster. Oh Mann, das will mir nicht gefallen. War das ein Haus?
Da drin ist bestimmt voll sicher. Ton ist super. Das ist sehr gut. Alter! Ich sehe kaum noch was. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das der Sinn ist. Oh, ich gucke gerade auf den Stream. Ihr habt es gerade noch schön hell. Da bin ich schon Bewohner gefühlt. Ich höre Schritte. Scheiße. Es ist zappenduster und still und ich gehe jetzt hier rein. Hallo? Hallo? Ah, super. Ich sehe nichts. Left click to interact with highlighted objects. Alter. Ich sehe mal so gar nichts. Was bist du? The phone line appears to be dead. Okay, wir haben kein Telefon. Thank you. I can't thank you enough for coming out all this way to help me out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I will be once this is all behind me. Na super. Item added to scrapbook. Hm. Ich lass mal frische Luft rein. Alter. Das ist so zappenduster hier, ich sehe nichts. Möglich, dass es in meinem Raum zu hell ist, oder seht ihr mehr? Alter. Hoch. Hier rein. Da hinten blinkt was, oder? Ja. Oh, du meine Rettung. Oh, ist die Tür ekelhaft. Ah, ist das eine ekelhafte Tür. Hallo. Mach mal das Fenster auf. Husch. Oh Gott. Scheiße, hinter mir sind Schritte. Also wenn es wirklich um den Slenderman geht, dann ist er hier. Das hat auch gerade gefrimmelt. Oh Gott. Ich dachte eigentlich im Livestream ist das besser zu spielen, weil ich nebenher Kommentare lese. Und weil es... Oh Gott. War eine scheiß Idee. War eine scheiß Idee. Meisterpianist. Könnte zur Not Zigarre rauchen. Ich laufe hier im Haus im Kreis. Den Rucksack habe ich gelesen. Ein Brief. Nummer 1. Hey Kate, it's been a while since we last spoke, hasn't it? Hope you haven't forgotten about me. I know writing a letter is a little old fashioned. Okay. Ihr lest schön mit, ne? Ich weiß nicht, ob ich so lange hier stehen bleiben sollte. Wer schreibt denn auch so laute... Also so lange Briefe. So laute Briefe. Oh Gott. Was? How long has it been? Again, das durchgestrichene. Okay. Ich habe nur die Hälfte davon kapiert, weil ich mich absolut nicht darauf konzentrieren kann, hier was zu lesen und erst recht nicht was zu übersetzen. Den Rucksack kann ich nicht. Oh Mann, ich will hier nicht hoch. Da komme ich doch nie wieder weg.
werde in der Hütte sterben. Ich werde in der Hütte jämmerlich verrecken. Ich werde mich hier hinlegen und bis morgen warten. Hallo? Ich lasse mal frische Luft rein. Oh Mann. Hallo? Genau. Wir lassen uns erstmal eine Wanne ein. Das darf ruhig wieder hell werden. Was war das? Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, oh Mann. Ich habe mich vor dem Schatten hier erschreckt. Kann jemand was in die Kommentare schreiben? Das Grummeln wird lauter. Hallo? Lasst mich nicht alleine hier im Chat. Nein, der Stream kackt ab. Der Stream schmiert ab!